Herzlich willkommen, meine Freunde. Wer kennt dieses Bild noch von euch? Dann bitte einmal Hände hoch. Wir gucken uns Half-Life, und zwar den ersten Teil tatsächlich, auf dem Steam Deck an. Denn das Spiel wird jetzt 25 Jahre und Valve hat dem Ding echt ein Update spendiert. Es ist kostenlos. Ich glaube, bis zum 20. November bin ich nicht ganz sicher. Von daher schnell ab zu Steam. Holt euch das Game. Kostet, wie gesagt, nichts. Und das ist jetzt, wir gehen einmal in den Training Room rein, das ist jetzt verifiziert für Steam Deck. Ihr habt richtig gehört, die haben das Ding für Steam Deck verifiziert. Hallo und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutz an... Hallo und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Wir gucken, wir spielen in Full HD selbstverständlich, was ja auch kein Problem ist bei einem 25 Jahre alten Spiel. Wie gesagt, wir spielen auf dem Steam Deck. Es gibt... Ich will eben einmal hören, was Sie sagen. Es gibt auch eine Gyro. Die Bewegung im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Machen Sie sich erst einmal mit den... So, es gibt auch eine Gyro-Controller-Unterstützung. Ich spiele jetzt aber gerade mit einem Controller. Von daher nehme ich hier die Standard-Steuerung, wobei Gyro allein schon bei Portal beispielsweise wunderbar funktioniert hat. Ja, das heißt, wir haben ja gesagt, wir wollen mal schauen, wie das Game hier auf dem Steam Deck läuft. Ihr seht, wir sind natürlich bei 60 Frames, Full HD. Gar keine Frage. Ne? Klar, wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn die beispielsweise reingeschrieben hätten, drücken Sie die Sprungtaste, irgendwie drücken Sie A oder so. Aber okay. Ne? Ist nicht so tragisch. Kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Ich habe sie fast gar nicht bemerkt. Ja, danke. Genau, also wie gesagt, das Game 25 Jahre alt. Und ja, zu dem Jubiläum, also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, ob es ein Spiel gibt, welches in diesem Alter überhaupt noch ein Update bekommen hat. Wenn ihr eins kennt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ne? Und dann ist das, dann weiß ich da auch auf jeden Fall Bescheid. Was wir jetzt natürlich machen, wir machen gerade diesen Training Room, gehen jetzt hier einmal durch. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorne. Okay, komm, mach weiter. Ich glaube, wir gehen gleich einfach mal direkt ins Spiel rein. Na komm, ich gehe hier mal raus, ich gehe mal direkt ins Spiel rein. So, wir gehen auf Leave Game und starten jetzt einfach mal direkt Half-Life. Genau, wie gesagt, ich glaube bis zum 20. November. Kostenlos, von daher holt es euch auf jeden Fall. Und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe in meinem Leben nie Half-Life irgendwie durchgespielt oder so. Weder eins noch zwei. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube einfach, weil ich früher nie den Rechner irgendwie hatte, um das Game zu zocken. Und dann habe ich es halt einfach nie nachgeholt. Von daher jetzt auf dem Steam Deck natürlich absolut perfekt für mich. Perfekte Möglichkeit. Ne? Und was ich aber sagen muss, ich habe tatsächlich Portal durchgespielt, 1 und 2. Und die fand ich auch erst auf dem Steam Deck durchgespielt. Und die fand ich absolut grandios. Absolut grandios, die Spiele. Und das ist halt hier ein totaler Klassiker. Nee, also muss ich natürlich nachholen. Wundert mich gerade übrigens so ein bisschen, es ist jetzt einfach nur, ne, ich meine, wir fahren jetzt eben Zug, also können wir auch ein bisschen quatschen. Wir haben deutsche Sprachausgabe, das Spiel ist deutsch. Warum ist dann das... Das Hauptmenü auf Englisch. Aufgrund der Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Gabe Newell. Ich frage mich ja tatsächlich, ob irgendwann in diesem Leben nochmal Half-Life 3 rauskommt. Es wäre einfach so eine Überraschung, wenn die beispielsweise fürs OLED Steam Deck oder sagen wir für Steam Deck 2
irgendwie noch Half-Life 3 so ein Shadow Drop raushauen, wobei das wird darauf wahrscheinlich, ja, wobei auf dem Steam Deck 2 wird es wahrscheinlich laufen. Aber das wäre natürlich so ein absolut genialer Zug. Aber wer weiß, ob Half-Life 3 irgendwann mal kommen wird oder nicht. So, jetzt machen wir fertig. Ich will hier ein bisschen spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Intro geht. Und ich weiß auch tatsächlich gar nicht, denn ich habe das Game auf dem Deck nicht vorher gespielt. Kann ich raus? Nein. Ich habe es auf dem Deck nicht vorher gespielt. Das heißt, wenn ihr das schon gespielt habt, sagt mir mal bitte, ob das vorher eine Controller-Unterstützung, vielleicht ja, gab es ja irgendwelche Community-Layouts. Und wie es, also wenn es vorher nicht verifiziert war, wird es ja wahrscheinlich, ja, denke ich mal, spielbar gewesen sein. Der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Frage ich mich natürlich, warum oder was, welche Gründe gegen die Verifizierung gesprochen. Aber wie gesagt, jetzt kann es jeder nachholen. Nicht nur ihr eigenes Leben hängt von ihrer Fitness und ich werde es auch. Tatsächlich. So, wo fahren wir denn mit diesem wundervollen Zug hin? Der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre. Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachteam. Katastrophenmeldepriorität nach eigenem Ermessen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen Hochspezialisierungsgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit uns. Okay. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden die Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Ja. Daten werden geladen. Sind wir stehen geblieben? Soll das so sein? Nein, wir fahren weiter. An alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich... Ich habe jetzt gesehen, das Spiel hatte gerade, ich glaube, eine Downloadgröße von 650 MB oder so. Ich glaube, das ist echt für damalige Verhältnisse riesengroß gewesen. Riesengroß. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Ja, komm, mach fertig. Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. So, mach auf. Los, will hier raus. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie mich verlassen, kann ich hier nicht durch? Bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Und das war früher wahrscheinlich absolut perfekte Grafik. Ist der Knaller, ne? Wie sich alles weiterentwickelt hat, wirklich. Guckt euch an, wie er läuft. Genial. Absolut genial. 1998 ist das rausgekommen, ne? Da war ich 14. Aber wann habe ich meinen ersten PC bekommen? Ich glaube, ja, das dürfte so tatsächlich das Alter gewesen sein. Aber ich weiß noch, ich hatte dann damals Anno 1602. Das war mein Game. Auch jetzt habe ich geliebt. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier einen Systemabsturz. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug anhast. Ist das genial oder ist das genial? Freeman! Freeman! Ja, alles sieht korrekt aus. Hallo! Hallo! Der war doch gerade schon oben am Empfang. Die haben wahrscheinlich nur 2, 3 Skins für die Gesichter.
Kann ich hier rein? Ja, wo ist mein Schutzanzug? Er ist schon wieder der Typ, oder? Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Es ist genial. So, wie komme ich denn hier dran? Da oben bestimmt an der Konsole. Ja. Na komm, springen wir hier rüber. Ey. Willkommen beim Schutzsystem HEV. Ich habe ja keinen Plan, wo ich her muss. Kein Plan. Scheint ja heute heiß herzugehen. Okay. Hallo, Freeman. Schön, Sie zu sehen. Können wir hier mitfahren? Jawohl. Wir sollen ja runter, ne? Dann machen wir das doch mal. Achtung! Verstöße gegen die Sicherheit sind sofort in der Verwaltung Sublevel 1 zu melden. Ich dachte, ich sehe schon wieder den Kollegen aus der Umkleide. Da ist er! Jawohl! Das ist genial, wirklich. Okay, was ist denn das für ein langer Gang? Oh. Da ist er wieder. Ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Zugang verweigert. Was? Wie Zugang verweigert? Achso, er darf da nur rein, okay. Testlab. Ich glaube, die haben drei. Drei habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, ne? Ja, ich fürchte, die. Wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schief gehen wird. Gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Lass mich doch endlich reingehen. So, was soll ich hier machen? Oh, da muss ich glaube ich nicht runter, ne? Test, Test, Test! Es scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimateriespektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Jetzt aber. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein.
Muss ich was tun? Transmitterphase 2, Aktivierung jetzt. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Kein Problem, sag mir einfach, was ich machen soll. Okay. Okay, da reinspringen, das ist tatsächlich nicht das, was ich machen soll. Habe ich jetzt auch gelernt. Test, Test, Test! Scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Mache ich doch gerne. Aber sagt ihr mir auf jeden Fall mal bitte, ob ihr damals Half-Life gezockt habt oder nicht. Denn ich hatte zwar einen PC, aber wie gesagt, ich war halt so der Anno-Gamer. Und ansonsten war ich schon immer in meinem Leben eigentlich eher der Consolero. Ne? Also klar, immer PlayStation 1, PlayStation 2. Dann hatte ich mal irgendwann die originale Xbox, vorher Super Nintendo. Und ich war nie der große PC-Gamer tatsächlich. Da ist das Steam Deck halt natürlich auch genial, ne? Hat natürlich einmal diesen Handheld-Faktor für mich. So, jetzt ist meine Cam weg. Dann mache ich die hier einfach mal aus, damit wir das ganze Bild sehen. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe da eine kleine Abweichung in. Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. So. Also dann sollen wir im Ausgabeschacht nachschauen. Und das machen wir auch. Schnell die Kamera gefixt. Wo haben wir den Ausgabeschacht? Definitiv nicht hier. Eingabe für ein nicht den Standard entsprechendes Material. Also los, Freeman. Schieben Sie den Behälter in den Analyseschacht. Den hier? Was macht er da drin? Kein Grund zur Sorge, Freeman. Alles in Ordnung. Weg von den Strahlen. Oh. So, weiter geht's. Oh, hi. Okay. Hallo? Unvorhergesehene Konsequenzen. Okay, denen ging es definitiv auch mal besser. Ah, da muss ich her, denke ich mal.
es funktioniert die Tür noch und der Aufzug ebenso. Guck mal, ihr lebt noch. Eure Zwillinge sind tot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Resonanzkaskade sehen würde. Und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Geht nicht auf. Sie leben noch. Im Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ich habe Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass Sie hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Kollege, mach doch einfach mal die Tür auf. Zugang verweigert. Ey! Ja, warum lassen Sie mich hier? Ja, komm mit, dann kannst du mir die blöde Tür aufmachen. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Ey. Ich kann nur hoffen, dass im Landerlabor die Sache mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Ja, aber dann komm, jetzt kommt er mit. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber dann komm, guck mal da rein, Kollege. Dann kann ich auch hier durch die Tür. Wow. Mal dieses Datenwerten geladen. Okay, gut, muss ich gucken, wie ich hier war. Ah, guck mal. Kann ich da hier durch? Alles klar. Genau. Das heißt, wir haben jetzt so die erste Waffe. Wie gesagt, wahrscheinlich werden die meisten von euch... Nein! Wahrscheinlich werden die meisten von euch sowieso das Game kennen. Aber falls nicht, würde ich sagen, ist jetzt tatsächlich der perfekte Zeitpunkt, um Half-Life nachzuholen. Kostet nichts, geht auf Steam, holt es euch, hat jetzt den grünen Haken für das Steam Deck. Das heißt, auch dort oder auf eurem neuen OLED Steam Deck könnt ihr diesen Klassiker dann nachholen. Und wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren da, ob ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der Half-Life vorher noch nicht gespielt hat. Meine Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.